Sprecher ansagen und ich muss mir so ein bisschen hüten, dass es keine Laudatio wird, weil ich nämlich keine Preise mehr habe zu übergeben. Und diese Laudatio würde ich eigentlich halten für das Lebenswerk, also für einen Kollegen, der mich in meiner Berufsbiografie begleitet hat, von Anfang an, als ich noch in Bremen in der Praxis war, eigentlich bis jetzt, und der uns gleich einen Vortrag halten wird über die Vision eines leichten Einstiegs in eine hochwertige Substitutionstherapie. Amos Uchtenhagen ist tatsächlich auf der ganzen Welt bekannt für das, was er geleistet hat. Nur ein kleines Beispiel: neulich in Kathmandu, wo der Chef und ich gearbeitet haben an einem PSB-Manual für die EZ dort aufgebauten Substitutionsambulanz. Da holt ein Mitarbeiter des Projektes wie selbstverständlich die Bibel aus dem Regal. Und das waren eben die Empfehlungen für eine psychosozial unterstützte pharmakologische Behandlung. Und sagen wir, das ist die Bibel. Und das ist natürlich ganz stark zurückzuführen auf das, was der Ambros dort entwickelt hat. Und es ist schon erstaunlich, solche Spuren zu hinterlassen in den entlegensten Winkeln der Welt. Also insofern freuen wir uns, dich hier zu haben und zu hören, was deine Visionen sind einer guten Substitutionspraxis. Willkommen. Ja, lieber Heiner, danke für die Einführung. Schon fast ein Rekord, aber darf noch warten. Danke für die Einladung, selbstverständlich, und vor allem für dieses provozierende Thema, das du mir gegeben hast, das mir schon ein paar Gedanken machte, muss ich gestehen. Eines der beiden sind zwei Themen. Eines der beiden hätte ja schon genügt, aber du hast recht, es braucht beides. Es braucht beides. Nun, zu meinem Selbstverständnis und zu meiner Interpretation dieses Auftrags verstehe ich nicht so ein Leuchtturm in finsteren Zeiten, sondern eher so, was aus dem Fundus sich schöpfen lässt an Ideen, die zu diesem Auftrag etwas beitragen könnten, werde ich euch gerne vortragen und mit euch teilen. Und naja, wir werden hören, wie es ankommt. Es sind zwei Dinge, von denen ich versuche zu klären, wie ich sie verstehe und was sie heißen könnten. Qualitativ hochstehend hat genauso wie leichter Einstieg zwei Perspektiven. Das eine ist die fachliche Perspektive und das andere ist die Patientenperspektive. Bei der fachlichen Perspektive haben wir das jetzt schon erwähnte Hauptwerk der WHO, die Bibel, die keineswegs nur auf, wie sagt man, meinem Mist gewachsen ist, sondern wirklich ausgezeichnete Kollegen aus der ganzen Welt. Wir haben da zusammengearbeitet, um was zu machen, um wirklich die Evidenz, die Forschungsresultate zusammenzutragen, die brauchbar sind für Empfehlungen zur Integration und Durchführung einer Institutionsbehandlung. Das andere sind dann die Patientenperspektiven, auf die ich gleich anschließend dann zurückkomme. Aber zunächst müssen wir uns vergegenwärtigen, was heißt evidenzbasierte gute Praxis. Und was ist diese Bibel? Thank you.
Wie gesagt, das ist ein Stellungswerk, das eigentlich jeder mit Gewinn lesen kann, der sich dafür interessiert, welche Forschungsergebnisse denn als Basis für qualitativ gut stehende Substitutionsbehandlungen dienen können. Die WHO hat aber hier in diesem Werk noch mehr gemacht. Nämlich, sie hat sich Gedanken darüber gemacht, oder wir haben uns Gedanken dazu gemacht, welche sind denn die minimalen Anforderungen? Nicht überall hat man die finanziellen und die personellen Möglichkeiten, die optimalen Substitutionsbehandlungen durchzuführen. Aber welche sind denn die minimalen Voraussetzungen, die auf jeden Fall eingehalten werden müssen, damit das qualitativ verantwortbar ist. Und Sie sehen hier alle diese Stichworte, das geht sehr weit von gesetzlichen Rahmenbedingungen bis zur Auswertung als integrierender Bestandteil dieser Therapien. Sie werden verstehen, dass ich da nicht auf die Einzelheiten eingehen kann. Ich habe mehr die Funktion eines Wegweisers. Dort wäre es dann, wenn Sie daran interessiert sind. Und das gilt auch für diese neueste Auflage der schweizerischen Substitutionsrichtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Suchtmedizin, die sehr umfassend auch wiederum praktisch alle Aspekte revidiert und auf den neuesten Stand gebracht hat. Einschließlich Dinge, die Sie auch heute hier diskutiert wurden, wie zum Beispiel Fahreignung, Erhältlichkeit im Strafvollzug, Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Diensten und so weiter und so fort. Nun, aus alledem möchte ich jetzt doch vielleicht versuchen, ein paar Stichworte herauszunehmen. Zunächst mal zum Thema, wie sich die Wirksamkeit optimieren lässt. Umfassende Abklärungen bei Aufnahmen. Und umfassend heißt wirklich alle Problembereiche eines Menschen betreffen, der sich für eine Behandlung meldet. Intensität der individuellen Therapie und Betreuungsprogramm ist bedürfnisorientiert. Das heißt, nicht alle kriegen dasselbe, sondern je nachdem, welche Bedürfnisse bei Eintritt identifiziert wurden, werden die fokussierten Antworten darauf, aber auch die Intensität der Betreuung abgestimmt. Es kann nicht sein, dass eine bürokratische Bestimmung vorschreibt, wie viel psychosoziale Betreuung ein Patient braucht. Integrierte Behandlung und Betreuung bei psychiatrischer und somatischer Komorbidität. Was heißt integriert hier? Es heißt nicht unbedingt, das wäre unrealistisch, dass alle Dienststellen die entsprechende infektionsmedizinische oder psychiatrische Kapazität und Kompetenz haben. Aber integriert würde dann heißen, eine Zusammenarbeit, die nicht ad hoc erfolgt, sondern systematisch definiert ist zwischen zwei Diensten oder drei Diensten, wie man zusammenarbeitet, wie man überweist, wie man weiterverfolgt, ob die Überweisung geklappt hat, welche Informationen weitergegeben werden, welche allenfalls nicht. Das ist zu verstehen unter einer integrierten Behandlung. Behandlung der Mehrfachabhängigkeit durch entsprechende Medikation allenfalls und Verhaltenstherapie. Sie sehen vielleicht, es steht hier Behandlung der Mehrfachabhängigkeit. Es ist kein Ausschließungsgrund.
darf es nicht sein. Allenfalls dann, wenn es zu einem vitalen Risiko wird für den Betroffenen. Allenfalls muss Mehrfachabhängigkeit dazu Anlass sein, sich therapeutische Strategien zu überlegen für diesen betreffenden Fall. Und dazu gehört natürlich auch immer, dass man sich darüber Rechenschaft gibt, wie es in diesem Fall zur Mehrfachabhängigkeit gekommen ist und welche Funktionen sie für den Betroffenen, die Betroffenen erfüllt. Therapiedauer wird nicht systematisch oder obligatorisch limitiert. Das ist so oft nachgewiesen worden, wie kontraproduktiv das sei. Das muss individuell bestimmt werden, darf nicht vom Therapeuten durch seine persönliche Überzeugung so oder anders gesteuert werden. Das hängt wesentlich davon ab, wie es dem Patienten geht und ob er die Bereitschaft hat, allenfalls eine Beendigung versuchsweise oder definitiv ins Auge zu fassen. Und schließlich die Sanktionen betreffen, Ausschluss nur bei Gewalt oder Gewaltandrohung und häufiger Absenz, weil dann die Fragen der Dosierung und der Überdosierung außerordentlich schwierig werden. Andere Ausschließungsgründe dürfte es geben. Und eine der zwei Tabellen, die ich zeigen will, nämlich wie die Dauer einer Methadonbehandlung dazu beiträgt, dass Beikonsum von Heroin sich reduziert. Und das sollte eigentlich ausreichen, um auch der Politik zu zeigen, dass ein Beikonsum zum Beispiel während des ersten Jahres absolut kontraproduktiv zu Ausschluss führen sollte, weil nämlich mit fortgesetzter Therapie tatsächlich der Beikonsum sich auf ein Minimum reduziert. Das hat etwas zu tun mit der gesundheitlichen, mit der sozialen Stabilisierung, mit dem wachsenden Vertrauen, der Selbstwirksamkeit unserer Patienten. Und ich denke, diese Botschaft ist eine der beiden wichtigsten Botschaften. Aber nicht nur die Wirksamkeit, auch die Verweildauer sollte optimiert werden, und zwar, weil wir gleich sehen werden, ein neuestes Review von Suchtherapien durchs gesamte Spektrum hindurch einen einzigen Faktor nachgewiesen hat als entscheidend für das für die Resultate, für die Ergebnisse, nämlich die Verweildauer. Patientenfreundliche Atmosphäre, unvoreingenommene Haltung der Betreuer und Betreuerin und eine professionelle Haltung sind ein entscheidender Faktor, dass die Leute es bei uns aushalten. Alle individuellen Bedürfnisse werden berücksichtigt. Das ist eine klassische Arbeit von McLellan, längst bekannt für die Substitutionsbehandlung. Motivierende Interventionen können zusätzlich eingesetzt werden. Es lohnt sich, die zu kennen, falls bei einem Patienten der Eindruck besteht, es bedürfe einer Unterstützung der Motivation auf psychologischen Wege, wobei der erste Faktor hier schon eine ganz gewaltige Schubwirkung auf die Motivation haben kann. Und das ist dieses Review, das vor zwei Jahren erschienen ist. Auch hier noch eine Illustration. Die Dosis
die adäquate Dosis hat entscheidenden Einfluss darauf, ob und wie viel Maikonsum stattfindet. Und Sie sehen hier zwischen 10 und 100 Milligramm Methadon täglich, wie sich das Ausmaß des intravenösen Heroinkonsums verändert. Auch das eine der Botschaften, die man wirklich kennen muss. Die Richtlinien, die ich erwähnt habe von der SSRM, das ist das Titelblatt, man kann es herunterladen vom Internet. Was ich ansprechen wollte. Ich wollte nur zeigen, welche Dinge hier angesprochen werden. Das nächste Thema sind die Minimalstandards, nochmals. Und da darf ich Sie daran erinnern, dass wir bis Ende letzten Jahres ein gesamteuropäisches Projekt durchgeführt haben, mit dem Ziel, das uns die Europäische Kommission vorgegeben hat, welche minimalen Qualitätsstandards sollen künftig für die Mitgliedstaaten der EU empfohlen werden. Und das war eine ziemlich aufwendige Geschichte mit Hunderten von Stakeholders aus allen Mitgliedstaaten, die befinden mussten, welche Qualitätsstandards aus einer langen Liste, die destilliert wurde aus der internationalen Literatur, als minimal gelten können und sollen. Und der Cut-off war bei 80%. Wenn 80% der beteiligten Stakeholder sagen, jawohl, das ist minimale Anforderung, dann wurde das in diese Liste aufgenommen. Für die Therapien, das wurde gemacht für Prävention, für Schadensminderung, für Therapie und Rehabilitation. Jetzt für die Therapieeinrichtungen, was kam unter dem Strich raus? 6 strukturelle Standards für die Therapieeinrichtungen, 9 für die Arbeitsabläufe und 7 für die Messung der Therapieergebnisse. Zugang zum Therapie-Raumprogramm, das heißt zum Beispiel, dass man ein vertrauliches Gespräch mit einem Patienten führen kann, ohne dass alle anderen mithören, oder dass man direkt in die Therapiestelle Zugang hat, ohne durch eine andere Amtsstelle zum Beispiel sich bewegen zu müssen und dort erkannt zu werden. Das ist mit dem Raumprogramm gemeint, natürlich auch die Sicherheit der Patienten. Keine Indikation ohne Diagnosestellung, nicht vorgeschrieben, ob ICD-10 oder DSM-4. Aber eine Diagnose muss gestellt und verbrieft werden, damit eine Therapie eingeleitet werden kann. Qualifikation und Zusammensetzung. Teams. Für die Arbeitsabläufe, wie soll eine Aufnahme aussehen, welche Anklärungen sind notwendig, unentbehrlich, wie soll die Therapieplanung vor sich gehen, nämlich gemeinsam mit den Betroffenen, Mitwirkung und Einverständnis von Patienten bei allen Veränderungen, auch der Therapieplanung, Führung einer schriftlichen Krankenakte, Vertraulichkeit der Daten, Zusammenarbeit mit anderen Diensten und systematische periodische Weiterbildung der Mitarbeiter. Alles das sind minimale Anforderungen. Und schließlich für die Messung der Therapieergebnisse
die Interventionsziele, eine Verbesserung der Gesundheit, eine Verbesserung der sozialen Integration und erst in dritter Linie eine Reduktion des Suchtmittelkonsums sind durch das Therapieprogramm anzupeilen. Monitoring heißt fortlaufende Dokumentierung der Nutzung, der Einrichtung. Es macht keinen Sinn, dass Plätze nicht genutzt werden, Betten nicht genutzt werden. Auch Monitoring der Austritte, in welchem Verhältnis stehen reguläre Austritte, die man als gute Austritte bezeichnen kann, im Verhältnis zu irregulären Austritten oder Ausschlüssen. Und schließlich interne und externe Evaluation in gewissen Abständen. Nun, was ich Ihnen hier zeigen kann, ist, wie weit diese als minimale Standards erachteten Qualitätsmerkmale effektiv implementiert sind. Sie sehen, dass bei der ersten Kolonne schon implementiert 40%, 27% Sicherheit, 41% in 41% der beteiligten Mitgliedstaaten der EU ist bereits implementiert, dass keine therapeutische Intervention geschehen sollte ohne eine anständige Diagnosestellung. Man muss sich das mal vorstellen. Vielversprechend, dass nach Meinung der Fachleute das in vielen zusätzlichen Ländern ohne Probleme machbar wäre, aber immerhin zu erwartende Probleme sind auch nicht selten, relativ selten, dass es als überhaupt nicht machbar erachtet wird. Dasselbe für die Arbeitsabläufe, ich will das jetzt auch nicht im Einzelnen durchgehen, dass man eine Abklärung der somatischen Gesundheit zum Beispiel macht, gilt als Minimalfall. Ist aber nur in 36% der EU-Mitgliedstaaten so implementiert und ständig. Psychiatrische Abklärung noch weniger. Führung schriftlicher Patientenakten 43%. Vertraulichkeit der Daten nur gerade in der Hälfte der Mitgliedstaaten als Standard verbrieft und Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerade in einem Drittel der Betreffenden. Und schließlich für die Therapieergebnisse die entsprechenden Zahlen. Nun, was das heißt, ist klar, es gibt noch viel zu tun. Vielleicht von Interesse, welche Therapiestandards für die Behandlung von Opiatabhängigen im Strafvollzug nicht anerkannt wurden als Minimum. Eine Qualifikation des Teams, eine Zusammensetzung aus mehreren Disziplinen im Team, die äußere Erreichbarkeit, das kann man noch verstehen. Für die Arbeitsabläufe eine individuelle Therapieplanung? Nein, im Strafvollzug wollen wir das nicht. Informed Consent? Nein, ist kein minimale Voraussetzung. Und systematische Kooperation mit anderen Diensten ist von den vielen Hunderten der konsultierten Fachleute im Gefängnis nicht als Minimalständer ankam. Soziale Stabilisierung, kein Ziel im Strafvollzug, dass man die Entlassungsmodalitäten dokumentiert, auch nicht.
interne und externe Evolution der Substitutionsbehandlungen auch nicht. Und schließlich, wofür konnten wir überhaupt keine Standards finden? Ethische und gesetzliche Standards für Behandlung und Schadensminderung gibt es so nicht. Natürlich kennen wir die Patientenrechte in den nationalen Gesetzgebungen. Natürlich kennen wir die Menschenrechte, generellen und die europäischen. Aber es gibt keine Standards, die empfohlen werden zur Einhaltung. Und schon gar nicht gibt es sogenannte Benchmarks, das heißt die Cut-off-Werte, ab wann ein bestimmter Standard eingehalten werden muss. Zum Beispiel, wie viele der im Strafvollzug vorhandenen Opiatabhängigen oder geschätzten Opiatabhängigen sollten erreicht werden durch eine Behandlung. Gibt es nicht. Ökonomisch vertretbares Verhältnis von Aufwand und Nutzen gibt es schon gar nicht. Aber auch keine quantitativen Standards für die Erreichbarkeit, für die Teamzusammensetzung, Aus- und Weiterbildung und so weiter und der Evaluation. Und zum Abschluss dieses Teils noch ein kurzer Blick auf den Stand in Europa. 3,5 Millionen Opioidabhängige. Ungefähr davon 1 Million in irgendeiner Behandlung. 42.000 in stationärer Therapie mit Wartezeiten bis zu 25 Wochen und 670.000, das schon überholt, in Substitutionstherapie, Wartezeit bis zu 300 Tagen. Da muss man sich das vorstellen. Es gibt gute Forschungsarbeiten über die Mortalität von Heroinabhängigen, während sie auf einer Warteliste sind. Mit anderen Worten, wir haben, wenn es um Good Practice, um Guidelines, um Richtlinien geht, haben wir ein hohes Gebäude, aber mit einigem Durchblick im Sinne von fehlenden Elementen und wie das wirklich genutzt werden kann, ist ja auch nicht so ganz sicher, dass die Person so klein davor sehen, sollte man uns nicht entmutigen lassen. Ich habe heute viele Dinge gehört, die mir eigentlich Mut machen. Die andere Perspektive, Patientenfreundlichkeit. Patientenrechte, Patientenzufriedenheit und Äußerungen von Patienten. Patientenrechte. Was gehört dazu? Nach Ansicht der Medication Assisted Treatment Patients Rights Publikation eine offizielle Stelle in den USA, die das erarbeitet und publiziert hat, ist auch auf dem Internet greifbar. Was gehört dazu? Umfassende Informationen, medizinisch, rechtlich, betrieblich, schriftlich mit Empfangsbestätigung. Ich hätte Lust zu fragen, bei wie vielen von Ihnen eine Empfangsbestätigung für eine solche Information eingefordert wird. Minimale Einschränkungen in Bezug auf die Abgabemodalitäten. Periodische gemeinsame Revision des Therapieplans. Überweisung an andere Therapiestellen, falls keine Aufnahme erfolgt oder zum Beispiel ein Patient wegzieht oder aus irgendeinem anderen Grund meine Therapie verlässt, bin ich aufgerufen, ihm eine neue Therapiestelle zu verschaffen oder mindestens vorzuschlagen. Und natürlich die Vertraulichkeit aller Daten.
Und was auch erstaunlich ist, ein Recht auf Kopie der Krankenakte. Die American Medical Association geht noch einen Schritt weiter. In ihren Richtlinien für medizinische, ärztliche Ethik schreibt sie fest, dass wenn Ärzte feststellen, dass gesetzliche Regelungen oder Vorschriften gegen die Interessen ihrer Patienten laufen, sich die Ärzte für eine Veränderung dieser Vorschriften einsetzen müssen. Patientenzufriedenheit. Da habe ich einfach ein paar internationale Befunde aufgelistet. Bessere Zufriedenheit bei Behandlung von Privatärzte statt in Polikliniken, das gibt es in den USA. Relevante Faktoren für die Zufriedenheit sind Öffnungszeiten, flexible Mitgabepraxis und Einstellung der Mitarbeiter. Bessere Zufriedenheit bei Teilnahme an therapeutischen Entscheidungen und bessere Zufriedenheit bei Patienten in größeren Zentren mit mehr Teilhabe an therapeutischen Entscheidungen und besserer sozialer Integration. Ich habe mal für die WHO eine Analyse von Forschungsstand gemacht 2006 und dabei gefunden, in Metadonbehandlungen, sprich Substitutionsbehandlungen, ist die Patientenzufriedenheit im Allgemeinen recht hoch, aber nicht eindeutig relevant für Verweildauer und Erlebnisse. Es braucht eben was anderes. Relevant für die Zufriedenheit sind umfassende Aufklärung der Bedürfnisse, einmal mehr, individuelles Regime, das auf diese Bedürfnisse abstellt, einmal mehr, flexibles Regime für Mitgabe der Medikation, einmal mehr, und empathische Haltung des Teams. Non-judgmental heißt es auf Englisch. Wo kommt die Stimme von Patienten zum Tragen? Das Addiction Treatment Forum auf dem Internet abrufbar enthält Informationen für Patienten in Substitutionsbehandlungen, einschließlich Hinweise auf mögliche Selbsthilfe, aber auch von Zeit zu Zeit Urteile von Patienten über die Therapie, die sie kriegen, davon gleich später. Patientenfokusgruppen zur Substitutionsbehandlung wurden durchgeführt in Kanada. Benedikt Fischer hat das publiziert. Interessant zu sehen, wie die Patienten, wenn sie nicht einzeln mit einem Fragebogen befragt werden, sondern in einer Fokusgruppe, wie die sich gegenseitig ergänzen können. Und schließlich im National Health System in England gab es letztes Jahr eine systematische Erhebung zur Therapieerfahrung von Patienten. Und dieses Jahr hat die Lissabonner Stelle IMCDGA einen Band herausgebracht mit User Voices. Eine Lektüre, die ich wirklich jedem von uns empfehlen kann. Die Patient Voices von Addiction Treatment Forum. Einfach ein paar Whisperungen. Ex-Methadone patients opting for a drugging lifestyle because they can't tolerate the callous, degrading treatment provided under the present system. Feeling of punishment attached to being of methadone. Well, not sure. Each clinic delivered the same doses of humiliation along with the methadone. So, und jetzt die zweite Frage. Leichter Einstieg. Auch hier eine professionelle Perspektive und eine Patientenperspektive. Generell hat man den Eindruck, die Türe sei zwar offen,
aber eigentlich nicht richtig. Man muss sich durchzwängen. Es ist der Ausdruck einer, ich denke, tiefsitzenden Ambivalenz gegenüber den Substitutionsbehandlungen. Man sagt ja, aber. Und dann kommen sogleich die Bedenken wegen Sicherheit, der Patienten, wegen Missbrauch, wegen Drogen, belogen werden und zuletzt vielleicht dann noch ein Bedenken wegen der Sicherheit in der Bevölkerung. Und diese Ambivalenz ist kaum ausdrückbar. Haltung und Kompetenz der Mitarbeiter. Die eigene Einstellung zu Substitutionspatienten. Das Klima von Aufnahmegespräch und Therapieplanung ist absolut entscheidend, wenn ich einen Patienten bei der Stange halten will, das heißt überzeugen will, dass man es ernst mit ihm meint und dass man ihn oder sie ernst nimmt. Begegne ich den Betroffenen mit Verdacht oder mit Interesse, welches von beiden überwiegt? Wie gestaltet man Warteraum und Wartezeit? Ist das zumutbar? Ist das sogar einladend? Ist es entgegenkommend? Und schließlich noch ein wichtiger Hinweis, Integration von Schadenslinderung. Das heißt nichts anderes, als dass man sich bewusst ist, auch Substitutionspatienten mindestens im Beginn werden andere Suchtmittel konsumieren, vielleicht auch initiieren. Und wenn sie initiieren, dann brauchen sie genauso Schutz wie jemand, der noch auf der Kasse ist. Also Schadensminderung integrieren. Und das zweite Stichwort hier, eigene Bemühungen und fachliche Kompetenz. Ich warte nicht darauf, dass der Amtsarzt, bei uns im Kantonsarzt, mich einlädt zu einer Weiterbildung, die ich dann gezwungenermaßen mache. Dass man gezielte Fortbildung und einen Austausch von Erfahrungen, zum Beispiel mit Palliativen, eignet sich hervorragend, macht, ist eigentlich selbstverständlich. Aber noch etwas anderes, nämlich, dass die Treue zu Richtlinien ihre Grenzen haben muss und haben darf. Es gibt weniger Untersuchungen dazu, es ist ein Defizit in der Forschung, wie weit Richtlinien in der Praxis wirklich umsetzbar sind. Aber keine Richtlinie gibt mir etwas an die Hand, wie ich mit Ausnahmen umgehen soll oder darf. Eigene Flexibilität im Umgang auch mit Richtlinien ist ein Erfordernis, aufgrund meiner persönlichen Erfahrung. Rahmenbedingungen, keine Warteliste, habe ich schon erwähnt, ist von Margot Schaumann ganz klar nachgewiesen worden, wie hoch die Mortalität ist, wenn man die Patienten zu lange Untersuchungen warten lässt. Derzeit zum Beispiel extrem hohe Zahlen aus dem Norden von Europa, wo ja bis vor nicht allzu langer Zeit 8 Jahre Heroinabhängigkeit verlangt wurde als Eintrittsticket für eine Substitutionsbehandlung. Muss ich das mal vorstellen. Heute ist es anders. Aber die Todesraten sind immer noch sehr hoch. Keine unangemessenen restriktiven Zugangskriterien, wie zum Beispiel Mindestalter war mal 24 in gewissen Ländern in Europa, Dauer der Abhängigkeit, schon erwähnt, gescheiterte Abstinenztherapien, 1, 2, 3 Mal muss man es doch gemacht haben, bevor man überhaupt in Frage kommt, Komorbidität kann ein ausschließender Grund sein, mehrfache Abhängigkeit auch. Alles das sind Kriterien, die nicht untermauert sind durch Evidenz. Das Gegenteil ist der Fall. Das sind eigentlich alles Indikatoren für eine Substitution.
overwhelmed. Mehrfach. Gute Vernetzung mit anderen Einrichtungen, schon erwähnt, patientenfreundliche Finanzierung, da gäbe es noch vieles zu sagen. Ich kenne Einrichtungen in europäischen Ländern, wo der Patient selber bezahlt und wenn er nicht genug Geld hat, kriegt er einfach weniger Metadonik. Eine unglaubliche Geschichte. Und das ist noch ein wichtiges Stichwort, niederschwellige Therapie für Einsteiger. Das haben wir zum Beispiel in der Schweiz eingeführt, einfach aus dem Interesse daran, dass möglichst viele in Substitution kommen, auch wenn sie nicht bereit sind, Urinproben abzugeben und in eine psychosoziale Betreuung einzuwilligen. Der Preis dafür ist, Sie müssen einfach jeden Tag kommen. Sie kriegen es nicht mit. Aber Sie sind nicht gezwungen, ein volles, strukturiertes Programm mitzumachen. Auf der anderen Seite, gut integrierte Patienten, denen aufzuzwingen, Integrationsgespräche, psychosoziale Betreuung, die sie überhaupt nicht benötigen, vertreibt die Patienten. Die fühlen sich nicht ausgenommen. Warum öffentliche Meinung? Dass Substitutionstherapien im Alltag draußen in der Lebenswelt akzeptiert sind und das heißt Substitutionspatienten akzeptiert sind als Mieter, als Nachbar, als Freund meiner Tochter, als Arbeitnehmer, das hat sehr viel zu tun mit der öffentlichen Meinung darüber, was Substitutionstherapien sind. Können. Korrektur von Vor- und Fehlurteilen ist absolut wichtig, nach wie vor. Und politische Unterstützung sichern. Sie sehen, was in Schottland geschieht derzeit, wo mit grobem Geschütz auf die Substitution geschossen wird. Vielleicht ist wirklich nicht alles so hundertprozentig gut gelaufen, aber so schlecht kann es gar nicht gewesen sein. Wie jetzt die Kanonen genommen. Und wir sehen auch im Rest von United Kingdom ähnliche Bestrebungen, aber nicht nur dort, auch in den USA. Die Recovery-Bewegung ist zum Teil einfach ein schönes Mäntelchen zur Ablehnung von Substitution. Also, öffentliche Meinung, wichtig ist auch unser Anliegen. Und wie machen wir das? Aktive Information für alle, die es interessiert, für die anderen auch, mit Transparenz der Resultate und der Therapieprogramme, was machen wir eigentlich? Und gezielte Medienarbeit hat sich auch immer gelohnt, Zusammenarbeit mit bestimmten Medien und bestimmten Journalisten, die sich dafür interessieren und darüber auch gut berichten. Patientenseite, nicht warten, bis er vor meiner Türe steht, halt Outreach, Patientenbedürfnisse und Informed Consent. Abhängige dort aufsuchen und kontaktieren, wo sie erreichbar sind. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass auf der sogenannten Gasse unglaubliche Fehlurteile über Substitutionstherapien existieren und herumgefunden werden, zum Teil als Ergebnis von fehlgeschlagenen Substitutionstherapien. Die Leute sind auf die Assoziation und verbreiten natürlich ihre Erfahrungen. Also, das ist eine ganz wichtige Funktion von Outreach: Hinweise geben auf mögliche Unterstützung und Hilfsangebote, wenn die denn benötigt und akzeptiert werden, Vorurteile und negative Erfahrungen haben wir. Und Kenneth Katz hat eine wunderbare Zusammenfassung der Literatur vor einigen Jahren dazu publiziert. Patientenbedürfnisse hatten wir schon.
Komorbiditäten selber angehen oder in enger Kooperation mit anderen Stellen. Und ein Hinweis auf eine Studie, die wir einfach immer wirklich Eindruck gemacht haben. Das National Treatment Improvement Evaluation Study hat in den USA in einer repräsentativen Studie festgestellt, dass eine Abklärung von Erstanmeldung in einer Substitutionsbehandlung, die sowohl medizinische, psychiatrische, finanzielle, soziale, familiäre und legale Situationen und Bedürfnisse abklärt, im Vergleich zu Routineabklärungen, wo das nicht in diesem Detail gemacht wird, nach einem Jahr signifikant weniger Erwartungen zu werden. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass die Patienten sich von Anfang an ernst genommen fühlen in ihren individuellen Bedürfnissen, dass man versucht, auch wenn es nicht immer gelingt, für diese Bedürfnisse etwas zu tun und dass sich das bezahlt macht in der Form von Resultat, die wir ja eigentlich gerne sehen, nämlich Reduktion des Beikonsums. Und ganz interessant in dieser Studie, dass die Bedürfnisse in Bezug auf Unterkunft und auf die Arbeitssituation die wichtigsten waren. Okay. Ja, und damit darf ich abschließen mit einem Ausblick auf blühende Landschaften und Ihnen herzlich danken. Das macht unheimlich viel her, diese Wucht der WHO-Arbeiten, die sozusagen unsere Arbeiten einrahmen oder diesen Ausblick geben für das, was eigentlich gute, patientengerechte, praxistaugliche Substitutionsbehandlung ist.